Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Duett, dem Operntalk des Förderkreises der Deutschen Oper Berlin. Mein Name ist Silke Alsweiler-Lösch und ich bin die Geschäftsführerin des Vereins. Wie schön, dass Sie uns bei einer weiteren Podcast-Folge zuhören, mit der wir Sie alle in Corona-Zeiten unterhalten wollen. Blicken Sie mit mir und meinen Gästen hinter die Kulissen unseres Opernhauses. In einer Zeit, in der ein Opernhaus eingeschränkt spielt, wollen wir mit denen sprechen, die sonst im Haus für die wunderbaren Abende der Deutschen Oper Berlin sorgen. Wir sind erneut im Mausoleum, das Sie alle von den Einführungen mit Jörg Königsdorf kennen. Und es heißt im Hausjargon Mausoleum, weil hier die Büsten wichtiger Persönlichkeiten stehen. Natürlich ist für den nötigen Pandemieabstand auch zwischen meinem Gast und mir gesorgt. Heute bin ich im Duett mit Neil Barry Moss, Spielleiter an der Deutschen Oper Berlin. Neil, bevor wir beide unser Duett beginnen, möchte ich dich unseren Hörerinnen und Hörern gerne vorstellen. Du wurdest in Südafrika geboren, dort hast du bis zu deinem 25. Lebensjahr gelebt, hast in Cape Town Operngesang, Musik- und Theaterwissenschaften studiert und bist dann nach Verona in Italien zum Masterstudiengang in Regie und Dramaturgie gegangen. Im September 2015 gabst du dein Debüt als Regisseur mit Le Nozze di Figaro am Teatro Rossini in Pesaro. Von 2016 bis 2017 und bis Ende der Spielzeit 2018-19 warst du Regieassistent, Regisseur und Kostümbildner an der Staatsoper Hannover. Im April 2018 hast du mit großem Erfolg die Uraufführung von Die drei Spinnerinnen inszeniert und dafür hast du auch die Kostüme kreiert. Seit 2019 bist du als Spielleiter an der Deutschen Oper Berlin. Herzlich willkommen, Neil. Danke, danke, Silke, danke. Schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Mit diesem Duett schauen wir sozusagen ein wenig in die neue Saison zusammen und vor allem aber hinter die Kulissen, um zu entdecken, was die Aufgabe eines Spielleiters ist und vor allem, warum ein junger Mann aus Südafrika von Oper fasziniert ist. Nils, als wir uns vor ein paar Tagen gesehen haben, trug ich einen langen blauen Plissé-Rock. Ja. Und du sagtest, oh wie schön, so einen möchte ich auch haben und tragen. Das war sehr lustig. Genau. Das war natürlich nur halb ernst gemeint, ja. Aber das beschreibt sehr schön, warum du mir gleich aufgefallen bist, als du bei uns angefangen hast. Du hast ein ungewöhnliches Gespür für Mode, Eleganz und das auf eine sehr moderne Art und Weise. Danke. Du machst auch Kostüme, das hast du beim Rheingold oder unserem Kleingold auf dem Parkdeck bewiesen. Da liegt die Frage nahe, was bedeutet Mode und Eleganz für dich? Ach, ich finde, jeder kann sich ausdrücken, mit was er anzieht. Man kann entscheiden, heute ziehe ich mich ganz schlecht an oder ganz gut an oder einfach, was da so zu finden ist. Ja. Aber man kann auch entscheiden, dass ich möchte mich in irgendwelche Art präsentieren und mich ausdrücken, wo ich normalerweise nicht die Wahl habe. Wenn wir hier stehen, wir beide nur zu sprechen haben, kannst du trotzdem einen Eindruck von meine Persönlichkeit kriegen, meine Ernsthaftigkeit, meine Spielfreudigkeit, indem ich mich so oder so und so anziehe. Und ich finde, das ist für jeder ein Geschenk. Und genau als ich in Italien gewohnt habe, war das ziemlich... Das wollte ich gerade fragen. Italien hat sicher eine Rolle gespielt. Ja, das war einfach selbstverständlich, dass man viel mehr Zeit investieren musste. Und wenn man das nicht macht, wird man dann... Naja, nicht ernst genommen, aber man wird irgendwie dann anders wahrgenommen. Und um das zu vermeiden und zu verbessern, kann man diese kleine Schritte machen. Hast du da einen Unterschied gespürt von Südafrika nach Italien? War das anders? Also erstmal in Südafrika ist das Wetter fast immer gleich, ja, und zwar stimmt. Immer schön. Ja. Das heißt, man hat nicht die Bedürfnis, immer Stiefel zu tragen oder einen Wintermantel. Mhm. Und dann natürlich in Europa ist das ja notwendig. Und dann fängt man schon mal damit an. In Kapstadt ist es wie Hamburg windig und das Wetter kann sich sehr schnell ändern, aber das heißt ein Pulli mehr oder ein weniger, nicht nur Winterjacke oder Skijacke. Ja. Und das ist schon spannend. Ja. Ja, ja. Und sag mal, hat das auch eine Rolle gespielt dann für deinen kostümbildnerischen Ansatz? Also erstmal, auch wenn ich mich seriös anziehe, vielleicht und manchmal banal, könnte man sagen, ich finde auf der Bühne ist es eine Verhöhung immer. Man kann manchmal vergessen, worum es geht. Und die Sänger können vergessen, was sie zu tun haben, aber die stehen da und man sieht das. Und wie sie aussehen, für mich entspricht die Figuren an. So wenn ein Mensch so ein
Latzhose anhat oder ein Smoking oder was weiß ich, ein Apfel angezogen ist, das große Kostüm, spricht das sofort an die Witzigkeit oder Ernsthaftigkeit. Und ich mag es eher ein bisschen mit einem Witz, weil sonst wozu ist man da, wenn man sich nicht ein bisschen amüsieren kann. Und für mich auch von Lächeln zum Weinen ist man ist einfach leichter und tiefer für einen Zuschauer, diese Schritte zu machen, statt nur immer da zu sitzen und irgendwas zu versuchen zu verstehen. Ja, und beim Rheingold auf dem Parkdeck, gab es da für dich sofort eine Idee, was die zu tragen haben? Also ich habe so ein Stück im Stück im Stück gemacht und es gibt vielleicht verschiedene Kostüme von anderen Produktionen, weil man macht ein Stück und dann kommt was dazu. Und ich habe nur versucht, die so cool wie möglich zu machen, weil letztendlich es ist so für mich eine Truppe gewesen, die im Tournee gehen, die so Rockstars sind. Weil Opernsänger für mich und unseren Beruf ist wirklich, das sind die Rockstars von damals, die 18. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert und heute immer noch, diese unglaubliche Fähigkeit, so ein Geräusch zu machen. Und zwar schön so und laut und, ja, genau. Und verschiedene Sprachen, ist einfach unmenschlich. Das hat auch noch keiner gesagt, Geräusch zum Gesang. Aber das ist so ein aber Geräusch stimmt, und man kann auch sagen, schreien tun sie, aber auf einem Niveau natürlich. Auf einem guten Niveau. Und dafür studiert man 4 oder 5 Jahre, dass man diese Geräusche in einem mit Tempo der Musik machen kann. Schafft, genau. Und komischerweise ist das einzige Instrument, wo man sich dann, außer vielleicht Geige, Klavier, da sage ich mal so von meine persönliche Meinung, aber er singt, sie singt und auf einmal muss man lachen, weinen, schreien. Wieso? Wie kann das so stark sein? Und wenn das erstmal da ist, dann soll er auch mal schön aussehen auf der Bühne. Und das ist so meine Ansicht. Dein Ansatz. Du hast ja deine erste Arbeit hier im Haus war ja mit Frank Castorf, mit Forza del Destino. Ja, genau. Das war ja wahrscheinlich auch eine große Herausforderung. Was konntest du denn bei dieser ersten Produktion hier besonders für dich lernen im Zusammenhang mit Oper und mit diesem anspruchsvollen Regisseur? Was war da so dein Eindruck? Also ich kannte seine Arbeit nicht, ich wusste, wer er war und er war so erfolgreich. Das wusste ich, als ich hier kam. Aber ich habe nie den Eindruck gehabt von nur Videoschauen, dass der Herr, der Mann, so komplex und interessant auch ist. Er ist schwierig natürlich, aber anspruchsvoll auf jeden Fall. Hat Zeit für die Leute gehabt, hat seine Vision, aber wirklich spannend war, dass wie er mit den Sängen umgegangen ist. Er könnte schreien, er könnte diese alte Schule natürlich verkörpern, aber ich finde die Arbeit spannend. Nicht jeder wird das mögen, was er gemacht hat, aber er hat trotzdem eine Vision gehabt. Und das ist manchmal nicht zu finden, dass man so leicht und so klar seine Botschaft, seine Art und Weise darstellen wollte. Und was war das für dich so, weil viel Kritik ja auch war mit den Rezitativen und warum macht man das so und diese ganze Videoinstallation. Hast du irgendwas gespürt, was Oper da anders sein kann als das, was wir vielleicht, was du später oder vorher gesehen hast? Gab es da noch was Besonderes? Also ich habe noch nie mitgemacht, so ein Stück, wo so viele verschiedene Theaterformen und Ebenen zusammenkommen mussten. Und er ist eher ein Schauspielregisseur und bekannt für diese Art von sehr deklamierisch schreiend oder präsentieren, auch weil der Volksbühne so enorm ist. Angeblich ist es nur die einzige Art, das rüberzubringen. Mhm. Hat er 25 Jahre lang etabliert und unsere Kunstform entwickelt. Dann bringt das natürlich in der Oper, wo die auch schreien, aber auf unsere Art und Weise schön. Und das war für viele hart zu akzeptieren. Aber ich habe in Italien eine sehr altmodische Gegen- und Theaterform gelebt und jetzt schauen wir, wie weit Oper gehen kann. Und ironischerweise, dieses Stück ist über Krieg geschrieben und ein bestimmter Punkt im Zuschauerraum gab es einen Krieg zwischen den Zuschauern. Genau, die und haben sich dann bekriegt. Genau. Es war wirklich spannend, gewollt oder nicht, ob der es alles programmiert oder gedacht hat, kann man natürlich streiten. Aber wie kriegt man sowas hergestellt auf der Bühne und in einen Publikumszuschauerraum, dass man sich gegenseitig Viva Verdi schreit für die eher Konservativen, die das gerne normal hätten. Normal hätten, genau. Und die Leute, die Progressive, dann sagen, ja, ja, wir wollen auch den Kaiser zurück, als Ironie gemeint. Aber dann fragt man sich, diese Oper ist 3 Stunden, 3 Stunden 30 und wir hatten 10 Minuten Texte gehabt. So erstmal das zum Vergleich zu packen, warum das so stören kann. Ironischerweise wusste ich vorher nicht, in Italien musste ich das studieren, dass Viva Verdi hieß Viva Redi Italia, Italia, wie, ja, sowas. Und das hieß eigentlich ein progressiver Schritt zum Revolution. Das war die Revolutionsidee Neulichkeit, eigentlich, genau. Und das zu sagen, als Begriff zu benutzen, aus einer gewissen vielleicht Ignoranz zu sagen, das heißt, sie wollen alte Oper zurück, wie das gehört, ist ironisch, weil ich meine, ist Viva Verdi hieß eigentlich ein Widerspruch für Neuigkeiten. Was auf die Bühne passiert ist, war ein Schritt neu in den Formänderungen.
Und das fand ich witzig, weil danach, als diese Unterbrechung fertig war, kam ein Aria Pace Pace, zu sagen, endlich mal Frieden. Frieden. Und genau davor gab es so einen Krieg im Zuschauerraum. Ob er das geplant hat, kann man diskutieren, aber das ist für mich, ich habe noch nie so Live-Theater mitgemacht, wo das so viel ausgelöst hat. Und letztendlich, viele waren nicht begeistert und nicht damit zufrieden. Aber das hat ausgelöst, was Oper immer gemacht hat. Mozart war nie konservativ, langweilig als Abendessen gedacht. Das war so neu und so prickelnd. Viele Leute sind aus Stravinsky und aus Mozart und viele sind gegangen, weil das einfach zu viel war. Weil das so viel für die war in der Zeit. Und Was meinst du, wenn du vergleichst, du kannst ja international auch ein bisschen vergleichen, ist das eine gute Idee, dass Musiktheater sich so entwickelt, oder wird es stören, wird es dazu führen, dass man es vielleicht nicht mehr konsumieren möchte? Also was ich später mal vielleicht über Kunst sagen kann, ist, dass wir diese Freiheit in Deutschland haben. Und die Freiheit, um Kunst auszuprobieren und zu entwickeln, ist hier so ein Privileg. Das gibt es überhaupt nicht in jedes Land. Und hier dürfen wir uns weiterentwickeln. Oper hat sich entwickelt über 300, 400 Jahre. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, was auch zu Recht ist, dass ein gewisser Wohlstand und Stabilität Oper einen guten Ruf gegeben hat. Und es hat so eine Präzisheit entwickelt, was in vielen Sachen auch falsch wäre, wenn man das da lässt, sollte sich weiterentwickeln. Man soll als Abonnent natürlich trotzdem ein Hänsel und Gretel sehen kann, wie das gehört. Oder die Zauberflöte. Die Zauberflöte, ja, das ist auch schön, das soll so bleiben. Ja. Aber man muss das auch mischen mit ab und zu ein Castor, weil sonst haben wir so eine Gefahr über uns, dass wir da stecken bleiben und nicht weiter uns entwickeln. Und man muss es nicht mögen, man muss es respektieren. Und das habe ich mit dieser Arbeit, mein erster Einstieg hier, gedacht, ich muss es auch nicht mögen, aber ich habe Respekt vor, was man geschafft hat. Was und die Sänger waren trotzdem musikalisch und hatten anspruchsvolle Situationen. Ja, von Frank Castorf ist ganz kleiner Schritt zu dir als Regisseur zum Parkdeck Rheingold oder Kleingold, wie das bei uns hieß. Das ist ja aus der Not heraus geboren. Eigentlich sollte damals unser erstes Rheingold von Stefan Herheim kommen. Und du warst ja da und plötzlich solltest du Rheingold inszenieren. Und zwar nicht als Spielleiter, sondern du solltest das komplett machen. Wie ist das möglich, wenn man so kurz erst an einem Haus ist, und wie kann man dann sozusagen mit deinem Hintergrund plötzlich ein Rheingold inszenieren? Ich glaube, ich hatte so ein Glück gehabt, dass ich das Stück wirklich, wirklich gut kannte, weil ich einfach Wagner immer noch sehr schätze und liebe. Es ist natürlich enorm lang und der Stoff ist viel, aber Rheingold nicht. Rheingold ist so ein Einstieg. Möglichkeit für jeder, der kein Wagner oder Oper kennt, so viel Action passiert in so wenig Zeit und eine stirbt, eine wird das, eine wird das, eine wird geklaut und dann gibt es Gold und dann, es ist wirklich spannend und das, ich habe immer das einmal gesagt, ich möchte, bitte alle Ringteile machen, weil ich liebe den Ring. Ja, ich weiß glaube, das war an alle klar, dass ich das gerne wollte und erstmal war gedacht, dass ich das nur so einrichten kann, dass was zu sehen ist. Das hat dann sehr schnell sich weiterentwickeln an ein riesiger, großer Projekt und es hat auch geklappt, aber wirklich, weil jede Abteilung mitgeholfen hat. Wir waren in Kurzarbeit. Wie bist du denn daran gegangen? Also du hörst, ich muss jetzt das Rheingold kürzen, auch musikalisch, das war ja auch kürzer, als das Rheingold so ist. Wie geht man daran? Wie stelle ich mir das vor, dass man die Schritte zusammenbringt und mit Kostüm und einrichten und musikalisch? Also erstmal muss man das machen, wie das da steht im Buch, oder man muss eigentlich eine andere Vision ausdenken. Und ich hatte durch meine musikalische und Gesangsausbildung immer einen Bezug zu der Musik, wo ich immer spüre, das ist für mich das oder das ist für mich so. Und wenn man schon eine neue Idee hat, dann muss man zum Beispiel sagen, ich schreibe mit einem Stift. Will ich den Stift behalten oder sage ich, ich schreibe jetzt einen Pinsel oder er schreibt nicht, er malt. Diese kleine Schritte oder er spielt Klavier. Das ist oder zum Beispiel enttappt. Man muss ein Ding mit einem anderen übersetzen. Und dann habe ich für mich gefragt, ein großes Problem in den Ring ist, dass er gibt was ab, Alberich, die Liebe. Und er raubt was, er kriegt dann dadurch das Macht. Kommt, und dann hat er die Liebe mit Lust vielleicht verglichen oder übersetzt. Ja. Und dann, was sind diese Sachen für uns heute? Und wir hatten das Problem, dass wir alle zum ersten Mal in einer langen Zeit eine große Pandemie oder Krieg oder Problem hatten. Und unsere normale Zustand war auf einmal weg. Und wir dürften nicht Theater machen, wir dürften nicht uns umarmen, wir dürften uns nicht sehen. Und für mich war das ganz klar, dass wenn man was abgibt, das ist nicht die Liebe, nur das Liebe zum Spielen, Liebe zum Sehen, Liebe zum Begrüßen, zur Begegnung. Und dann dachte ich, was ist, wenn wir wirklich den Pech haben, um diese ganze Beruf und Spiel, was wir aufgebaut haben, nicht mehr zu haben?
Und dann habe ich mich gefragt, ob ich das umsetzen kann. Das war so, ich habe einen Anruf bekommen und so 2 Stunden später dachte ich, ich versuche mal dieses Konzept. Und dann habe ich das ist dir so schnell sozusagen? Das war einfach mal, kam mir, weil die Situation genau so war für uns alle. Ja, wir alle waren alle berichtet die ganze Zeit. Wir waren alle auch noch durcheinander und wussten noch nicht so genau, wie lange das noch so bleibt. Das war für mich dann ganz klar. Mhm. Und dann dachte ich, naja, dann machen wir so, dass er die Liebe zum Theater oder Spiel oder Singen abgegeben hat. Er verlässt seine Heimat und eine Burg wird gebaut und das hatten wir in dieser deutschen Oper, so diese Geschichte gleichzeitig. Und ich dachte, naja, das ist doch klar. Es gab nach dem Zweiten Weltkrieg. Die gab es dann ja auch, die Oper sozusagen. Genau, die Oper war aufgebaut von Senator und die Bürger, die hier wohnen. Dieses Opernhaus kam nur, weil die Charlottenburger das wollten. Unbedingt. Damals. Genau. Und genauso hat Wotan Leute bezahlt, schlecht bezahlt oder anders bezahlt, dass sie jetzt auf einmal eine Burg aufbauen muss. Und für uns ist diesem Haus natürlich eine Burg, eine Sicherheit, wo drinnen viel schöne Sachen sind. Und ich habe so grob zu sagen, das versucht und es hat geklappt und es hat mich auch gelungen. Ich hatte wirklich viele Unterstützung. Ja. Das war nicht so, dass ich alles gemacht habe, das geht alle ja nicht, ohne. Das nee, ist ja klar. Man braucht ein ganzes Dorf, ein Kind zu erziehen, wie man auf Englisch sagt. Ja. Und das war auch genau so in der Kurzarbeit, war das schwierig, weil wir alle erstmal nicht hier, mussten wir es trotzdem mit wenigen Stunden umsetzen. Mhm. Und da muss ich nur wirklich mich bedanken, weil das kam nur durch die Kollegen zustande. Das war ja ein großer Erfolg. Also das war auf jeden Fall so, dass viele gesagt haben, wir möchten das Rheingold wiedersehen auf dem Parkdeck. Genau, Das war ganz witzig. Aber es war in der Aufgabenstellung ja schon sehr viel größer als das, was normalerweise ein Spielleiter oder ein Assistent macht. Kannst du vielleicht uns allen einmal erklären, was so die Aufgabenstellungen typischerweise sind? Typischerweise, für einen Spielleiter oder einen Regieassistent, wie sich das berührt und was eigentlich die Aufgabe ist zu diesem Beruf. Normalerweise assistiert man einen Regisseur und deswegen nennt man sich auch Regieassistent, weil er hat eine Idee oder sie und man muss es umsetzen. Und wenn das Team, Kostüm, Bühnenbild und Regie weggehen, muss das vom Haus weiter gemacht werden. Aber wenn man denkt, dass vielleicht die Sopranistin ausfällt oder krank wird, die Partie ist bekannt, aber ob sie jetzt rennt, sitzt, ein Glas in Hand hat, das ist unsere Fassung vielleicht neu. Da muss ich das vermitteln. Aber es wird natürlich gemacht musikalisch an diesem Punkt oder vielleicht eine Stunde später. Das kann sie nicht wissen, wenn ich das ihr nicht erkläre. Das ist so die grobe Idee, was man so zu tun hat. Man muss erst mal vermitteln, was das Team will und das Haus das weiter etablieren. Dann abends gibt es eine Vorstellung und oft hieß das damals Abendspielleitung. Und da muss man die Vorstellung unterbrechen oder behalten oder kurz was ändern, weil du kennst dich vielleicht damit aus, du weißt, sie braucht ein Glas, denn sie muss gleich was trinken. Ah, es fehlt ein Glas, du holst ein Glas, gibt es weiter an einen Kollegen und dann kommt es auf die Bühne. Aber in so einem Haus wie hier ist es so groß, dass man nicht nur abends Spielleitung hat, man hat dann grundsätzlich Spielleitung. Aber der Begriff ist eigentlich nur zu sagen, ein Regieassistent, der oder die immer andere Kollegen weiter Sachen vermitteln muss und die Abteilung, was die Kunst will, vermitteln können, dass die das technisch umsetzen können. Und das heißt, wenn es eine Neuinszenierung ist, musst du das sozusagen mit aufnehmen und auch aufschreiben sozusagen, damit, wenn wir es wieder aufnehmen, auch ein anderer Spielleiter in der Lage ist, wieder einzustudieren. Genau. Es gibt eine Art von Schreiben oder eine Standardform, was der oder die das lesen kann. Und darum geht es, dass man eine gewisse Erfahrung oder Ausbildung gemacht hat als Regisseur oder als vielleicht Inspizient oder gibt es viele verschiedene Wege, diesen Beruf zu machen, aber grundsätzlich gibt es eine technische Sprache oder eine Kunstsprache und das muss man lernen, dass man es weiter umsetzen kann. Ich habe den Weg über Regie gemacht und davor Musik und Gesang, deswegen kenne ich mich aus mit 3 oder 4 Seiten von der Bühne, aber es gibt viele andere Kollegen, die vielleicht einen anderen Weg gemacht hatten. Und die müssen das auch verstehen können. Genau. Ja. Was macht denn ein Spielleiter eigentlich, wenn eine Drehscheibe sich nicht dreht? Also, so wie bei unserer Fledermaus. Maus. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, 3 verschiedene Zimmer, plötzlich ein Zimmer. Ich war leider nicht an dem Abend da, aber dann hat man den Spaß. Was macht man dann? Entweder entscheidet man, man muss unterbrechen, aber ungern versucht man das zu tun, man versucht weiterzuspielen. Ja. Es kann aber sein, dass man auf einmal dann jetzt nicht ein Teller oder ein Glas hat zum Essen und Trinken, aber man auf einmal einen Stuhl hat. Und da muss man auf einmal überlegen, esse ich jetzt den Stuhl? Kann ich natürlich nicht. Aber ich kann tun, als ob ich vielleicht was esse in der Luft oder lasse ich das weg. Ja. Aber leider kann man nicht alle 10 Leute gleichzeitig, wenn so ein Ding, das vermitteln. Ja. Und dann versucht man einfach den Abend zu retten oder weiterzumachen. Oder das ist, was wir dann manchmal haben. Ich hatte einmal, dass 2 große Wände in einem anderen Haus stehen geblieben sind. Das heißt, die Bühne ist belegt und muss gleich getanzt werden.
Ah, ja. Und dann, was macht man dann? Also entweder schiebt man die ganzen Teile mit Technik einfach weg und es ist zu sehen, oder man spielt, für die Künstler ist auch eine Herausforderung, auf einmal dürfen sie ganz neu spontan für das Publikum was live präsentieren und keiner hat das bis hierher gesehen. Und deswegen ist Theater auch live und special, weil das ist kein... Ja, das kommt auch darauf an, wie souverän natürlich dann ein Sänger sein kann oder so. Das war auch, ich glaube, Herr Teichtmeister hat dann irgendwie im Kamin den Computer betätigt oder irgendwie sowas, weil er eigentlich auf dem Raumschiff war. Das war auf jeden Fall sehr amüsant. Wenn wir heute miteinander sprechen, also das hören Sie auch, meine lieben Hörerinnen und Hörer, Nie spricht hervorragend Deutsch, aber es ist eigentlich ganz ungewöhnlich, denn du kommst, wie wir schon erfahren haben, aus Südafrika und die Frage ist, wie kommt man eigentlich in Südafrika mit Oper in Berührung und wieso hat dich das fasziniert? Es gibt ja auch wunderbare Sängerinnen, Pretty Jende, so aus Südafrika. Ja, genau. Wie passiert das eigentlich in Cape Town? Also entweder hat man Eltern gehabt, die vielleicht das gemacht hatten. Meine waren das nicht. Deine sind aus Schottland und Irland, ja, richtig? Ja, große, genau. Große Großeltern, aber das war keine musikalische Familie. Ja, ja. Und mein Vater hat so einen Band, seit er 16 war, und er spielt so Schlager, furchtbares Schlagerzeug. Deutsche Schlager? Ja, genau, mit seinem Freund Horst. Und die machen so, die nennen sich die Braumeister. Und es war Hast du auch Schlager gesungen? Nein, auf gar keinen Fall, ich habe mich geweigert. Aber ich musste immer mit, wir waren immer bei so... komische kleine Hochzeiten und so Sportclubs. Aber das war sein Hobby. Es hat nichts mit seinem Leben zu tun gehabt. Ja, ja. Aber das war zum Beispiel die einzige musikalische Moment Dein in meiner Vater Familie. Ist Jurist, ne? Hast du genau, gesagt? Genau, ja, nichts genau. mit Kultur zu tun. Nix mit Kultur. Aber er hat immer gesagt, wenn du das machen möchtest, musst du es aber gut machen. Ja. Und ich war einfach im Chor, als ich ein Kind war. Und es hat sich so ergeben, dass ich doch noch kurz davor gesungen habe. Aber in Südafrika grundsätzlich sind wir eine gemischte Population und die meisten sind nicht weiß, nicht Europäer. Und in ihrer Kultur ist das zu singen so natürlich und so normal. Und die machen es, seit sie Kinder sind, nicht wie die weiße Europäerkinder. Die machen es eher auf ein Niveau, wo die alle zusammen singen, immer. Und deswegen sind so viele gute Sänger aus Südafrika gekommen, weil es war für sie den Schritt von im Chor singen, die ironischerweise oft so riesige Tannhäuserchore sind oder so Verdi-Chöre, die einfach in Wettbewerbe zwischen verschiedenen Bundesländern gemacht haben. Ach, die singen tatsächlich das europäische. Ja, das ist total komisch, weil die wissen, dass es gut ist und es ist groß und man kann viel zeigen damit. Ja. Weil wenn man Volkslieder singt, ist es vielleicht nicht so, so beeindruckensvoll groß, wie natürlich Verdi, Wagner, Puccini. Mhm. Und danach verstehen sie, dass sie mit ihrem Gesang auch einen Beruf machen können, im Vergleich zu anderen Leuten sehr gut. Ja. Und deswegen ist es in Südafrika auch okay, normal, aber es ist nicht etabliert in der Gesellschaft. Man könnte aber das da nicht arbeiten. Wird viel Oper konsumiert? Also ist gar nicht, nee, nicht. Nee, nee. Das, ist das wirklich heißt, sie müssen dann wirklich raus aus Südafrika. Wenn man das da macht, hat man die Chance, ein oder zwei Rollen zu singen, aber dafür kann man nicht leben. Eben. Und dann, die einzige Problem ist, dass Südafrika so weit weg ist. Das heißt, wenn man ein Vorsingen hat, einmal, und man, es klappt nicht, müsste man nach dem Visum zurück. Und manche haben ein Glück, dass sie vielleicht genommen werden als Stipendiaten. Und dann haben sie eine Chance, rauszukommen sich zu etablieren. Ja. Und Pretty Jende war zum Beispiel genauso. Und dann war sie bei der Scala, aber auch nicht komplett wahrgenommen. Und hat sie ein großes Glück gehabt. Und. Und dann ist sie jetzt hier geblieben. Kennst aber, du sie eigentlich überhaupt? Ja, sie war zwei Jahre vor mir. Wir haben zusammen in den gleichen Ort studiert. Und Golda Schulz an der Bayerische war genauso. Und Sunny Boyd Ladler, er singt manchmal hier, war auch mit meinem Lehrer zum Beispiel. Wir waren alle irgendwie uns bekannt. Und wir haben alle immer gedacht, ach komisch, dass er es geschafft hat. Ah, schön für dich. Ja, wie und schön. Es gibt sehr, sehr viele gute. Aber du möchtest nicht nochmal singen, nein? Nee, ich glaube, ich singe unter der Dusche, wie man so sagt. Aber ich habe immer gemerkt, dass ich meine Kollegen oder die anderen Sänger Tipps geben konnte. Und seit immer war das klar, dass ich das anders sehe. Auf der anderen Seite. An der Seite. Und ich habe dann, er hat mein Prof letztendlich gesagt, Neil, willst du immer zweite Besetzung sein oder möchtest du die andere helfen, aber beruflich? Kein anderer will das machen. Und dann habe ich das überlegt. Ich hatte gleichzeitig assistiert, als ich Gesang studiert habe. Und hatte ich sehr viel Erfahrung, wirklich viel, aber keine Ausbildung. Deswegen habe ich das nachher gemacht. Ja, da kommen wir gleich zu deinen Stationen. Wie bist du denn dann von Kapstadt nach Verona gekommen? Also ich wie wollte unbedingt erstmal weg und mal schauen, wie das da draußen aussieht in der weiten Welt. Ja, genau. Und ich dachte, dann versuche ich das mal. Und in Hamburg gibt es zwei große Schulen oder gute Schulen und in Berlin auch. Und ich habe dann überlegt, Italien dürfte ich reinkommen, aber ich musste nach einem Monat eine Prüfung machen für Italienisch. Und in Deutschland war das eher schwierig, man müsste schon fließend Deutsch können oder so. Mhm. Dachte, okay, dann versuche ich Italien, ist ja bildschön. Man kennt Italien nicht, aber man denkt, alles ist Pizza, Pasta und Pavarotti. Naja, gehen wir mal dahin. Und es war wirklich schön. Und dann
hatte ich die Prüfung bestanden und auch den Stipendium gewonnen und dann war das klar, dass ich dann bleib. Und das war dann ironischerweise mit Rheingold mein Stipendium gewonnen. Komisch, dass deswegen kann ich das so gut oder kenne ich ja, so verstehe. Gut. Ja, wenn du dann in Verona warst, was ich ja auch sehr liebe, eine wunderbare Stadt und bestimmt auch ein toller Platz, um Musiktheater zu machen. Wieso dann Hannover und dann Berlin? Also was hat dich denn dann dahin verschlagen? Also ich wollte immer alles machen. Ich habe immer zu jedem Kurs, jede Auslandreise, jeder Workshop mich eingetragen und vergessen, dass ich im November einen Kurs in München habe für Operette. Das kannte ich mit überhaupt nicht mehr aus. Operette ich kannte kannst du alles, nicht. Na klar. Ja, ich kannte alles über Mozart, aber Rossini und alles über Verdi und Puccini, aber noch nie Operette. Das ist in Südafrika nicht so groß gewesen. Ja, natürlich. Und dann war die Frage, ob man da hingeht. Ja, gehe ich da hin. Und in München gab ein Gast, Prof, und er war ein Intendant. Und ich kannte den Begriff nicht. Und ich dachte, es wäre so ein Musikwissenschaftler oder so. Okay, man musste ein Konzept für Fledermaus und Lustige Witwe präsentieren. Und ich habe Fledermaus dann so präsentiert und komischerweise mit ihm gebaut in diesem Gespräch, weil ich dachte, darf man das machen? Ja, ja, beim Operette darf man das machen. Okay. Und danach hat er gefragt, ob ich bei ihm arbeiten möchte. Ich dachte, in seinem Büro als Musikwissenschaftler, okay. Dann kam ein Vertrag geschickt und es war für eine Regieassistenz in Hannover. Und dann habe ich verstanden, ach so, das ist ein Beruf, den ich gerne machen möchte eines Tages. Also es ging viel besser, als du dachtest. Und dann hat er gesagt, aber jetzt ist November, wann können Sie anfangen? Ich bräuchte Sie dann in sofort. Ich so, nee, ich habe mein Studium bis März. Ja. Und okay, dann kommen Sie in April für die Vorprobe in ein italienische Manolisco. Und das war für mich natürlich perfekt, weil ich konnte den Fachbegriff und alle auf Italienisch erklären, weil die Leute aus Italien kamen. Ah ja. Und dann müsste ich aber so schnell wie möglich Deutsch lernen. Dann habe ich ihm gesagt, naja, mache ich mal. Und dann müsste ich aber ab August fest arbeiten. Und so hat es dann angefangen. Und wie war Hannover so? Also Hannover hat so ein großes Glück, dass man das allerbeste Deutsch da lernen kann. Richtig. Und alles ist rein und perfekt und super sauber. Aber das war's. Und das Hannover ist als schöne Stadt sehr grün. Aber die Leute in Norddeutschland sind bekannt für so einen Abstand. Mhm. Und ich habe 3 Jahre gebraucht, bis ich diesen Abstand weggekriegt habe. Und dann 3,5 Jahre war ich dann schon hier. So, ich habe das dann, ich bin angekommen zu sagen, und ich habe mich dann gut wohlgefühlt, aber dann musste ich schon wieder weg. Und dann kam ich hierher. Und dann kamst du hierher. Und das war eine Bewerbung, glaube ich. Da hast du dich auf eine Freistelle beworben. Genau, die Intendanz hat sich gewechselt in Hannover. Und ich wollte erstmal nicht bleiben, weil ich mich so gut mit der jetzigen Intendant verstanden habe und ich dachte, naja, dann was mache ich, bleibe ich. Spannend zu sehen, wie ein Wechsel ist. Die wollten mich behalten, aber ich dachte, ich habe noch nie in Hannover in Deutschland gearbeitet. Und es wäre schade, wenn ich nicht mal noch ein Haus kennenlernen kann. Natürlich, ja. Und Berlin ist ja auch ein spannendes Pflaster nochmal für jemanden, der im Musiktheater ist. Du, die ersten Projekte haben wir ja schon beschrieben. Wie war denn diese Saison? Die fing auch auf dem Parkdeck an. Mit Greek. Diese jetzt hier, Greek, ganz spannend war, wir kannten alle das Stück überhaupt nicht. Ja. Ja, ganz grob und dreckig, so man sagen, auch von der Sprache her. Aber spannend, was das auch auslösen kann, wenn alle auf so eine, wo Englisch singen sollen, so fast ein Dialekt. Dieses Cockney-Englisch. Ja, Cockney, das ist fast wie man so alles auf Bayerisch oder auf Sächsisch singen würde. Ja. Das ist auch vom Vokabular manchmal ganz anders, auch für uns. Ja. Und das war total spannend. Und danach hatte ich die Wiederaufnahme, Sommernachtstraum, witzigerweise mein letztes Stück, bevor unsere wirkliche Lockdown kamen. Wir haben andere Sachen vorbereitet. Genau, das habe ich, genau so war das, ja. Und da hast du also quasi die von jemand übernommen, das, was wir eben beschrieben haben. Genau, jetzt muss ich alles vermitteln an 9 neue Leute, die in den ganzen Besetzung das nicht konnten oder kannten. Und manche haben Rollendebüts, das heißt, sie haben noch nie, war ja auch immer, gesungen. So, sie versuchen sich musikalisch auch zu finden. Die haben es noch nicht perfekt auswendig, aber gleichzeitig müssen sie eine neue Szene lernen. Ja. Und das machen wir zusammen. Das ist spannend. Wie geht man da vor? Die kommen und haben die Partie studiert. Genau. Ja. Und also das heißt, musikalisch sind sie sozusagen schon fertig. Ja. Und dann geht es los und du sagst, ihr fliegt jetzt von oben runter. Genau, oder es gibt ein Video, aber das ist nur als Beispiel, weil die Video vielleicht für eine kurze, dicke Person ist und du bist lang und schlank. Natürlich läufst du anders auf die Bühne. Oder andersrum, warum sollst du rennen, weil er gerannt hat? Warum geht es, eine große Energie auf die Bühne zu bringen? Kann man auch im Stehen große Energie haben und die Augen bewegen ganz groß? Das muss für jede Figur passen.
Ganz schlecht ist, wenn man eine Kopie macht von anderen Leuten, weil wir sind uns alle unterschiedlich. Ach, das macht ihr gar nicht. Es ist hängt nicht eins von, zu eins. Es hängt von den Choreografie ab, ja. Aber zum Beispiel, man kann nicht erwarten, dass ein Herr, der wirklich groß ist und wirklich enorm schwer, sich so rennen muss wie ein anderer. Er soll die Figur entsprechend kopieren, dass man versteht, diese Figur ist eine traurige, diese ist eine böse, das bleibt. Aber dass man eins zu eins jeder Finger bewegen soll, das ist unmöglich und auch irgendwann nicht mehr für das Publikum passt interessant. Dann auch nicht vielleicht. Ja. Das Publikum will eine lebendige Besetzung sehen und das kriegen sie von uns. Und wie frei ist man da als Spielleiter? Also sagen wir mal, wir haben den Midsummer Night Stream gehabt, da ist alles fertig geprobt, es ist notiert, wie es sein muss und jetzt übernimmst du das und hast eben diese verschiedenen Figuren, wie du beschreibst. Wie frei bist du dann, um zu sagen, also du musst nicht rennen, du darfst auch langsam gehen? Und also du weißt, worum es geht, dass er kommt rein, weil er ist böse und er will jetzt ihr Wasser oder ihr Stuhl stehlen, klauen. Ja. Das behalten wir. Ja. Aber in Art und Weise, wie er reinschleicht, wo er sich versteckt, das ist alles nur ein Beispiel, wie das gehen kann. Und wenn du da in die Proben warst am Anfang, wie ich das gemacht habe mit dem Regisseur, weiß man, wie viel Spielraum man hat. Und das ist was Spannendes in diesem Job. Und das Job. Darfst du auch machen. Also genau, da bist du frei. Und das ist sehr schön. Das wusste ich tatsächlich noch nicht. Das wird immer eins zu eins ganz genau. Eins zu eins ist sehr schwierig, weil das kommt vor, wenn man das nicht lebendiger macht oder anders macht, kommt es für das Publikum vor. Also etwas stimmt nicht. Und das ist was, deswegen macht man das sehr lange als Berufserfahrung oder man studiert das, dass man weiß, welche Tricks man hat, diese eins zu eins Gefühl zu geben, ohne dass es steif ist. Weil steif ist dann sehr schwierig. Also könntest du mal, das ist ja natürlich spannend, jetzt beschreiben, wenn jemand böse ist, was sind deine Tricks, mit denen du das zum Ausdruck bringen könntest? Also ich habe immer gelernt, dass der von uns gesagt, ein König ist ein König, weil alle sich auf den Boden schmeißen und sich verbeugen. Nicht, weil der König zeigt, er ist König. Er kommt rein, alle verhalten sich in so einer Art und Weise, dass man versteht, der ist der Herr, das ist die Mutti, das ist wer auch immer. Ja. Und das ist genauso, wenn ein Böser reinkommt, muss jeder Angst haben vor ihm und jeder muss wissen, dass die gleich sterben werden. Man kann ihm nicht böse zeigen, er kann nur gehen. Ja, wenn aber keiner weiß, dass er böse ist. Naja, dann hat man vielleicht ein Requisit oder man hat einen Blick, was man etablieren muss. Und man hat ein Gesichtsausdruck, das sich langsam ändert. So, er lächelt jetzt und auf einmal, wenn du deinen Kopf drehst, lächelt er nicht mehr. Dann wissen wir, gleich stirbst du. Aber das zum Beispiel, dieses Timing, kann man nicht eins zu eins kopieren. Richtig. Das stimmt mit Typen her nicht. Wie wir auch wissen, auf der Straße, eines ist mal manchmal fröhlich, Karte bitte, und eines mal, gib mir die Fahrkarte. Und das kann man kopieren, aber es muss stimmen, ja. Das ist interessant. Du hast ja jetzt dann aber nicht nur Midsummer Night Stream, sondern du betreust auch mit Stück aus dem Ring. Genau, ja. Du bist, glaube ich, bei Siegfried, machst du Spielleitung? Genau, und ich bin, manchmal macht man auch hier Licht. Ich mache Licht für Walküre und Götterdämmerung. Das heißt, man kennt sich als Spielleiter mit dem Stück aus. Man versteht, was da szenisch auf der Bühne technisch und künstlerisch passiert. Aber man liest ein paar Partituren, gibt Lichtcues mit Musik, aber manchmal ist es vielleicht, wenn er sitzt und er guckt links und man einen Lichtcue geben. Deswegen ist manchmal auch auf uns zugekommen. Also da mache ich Walküre und Götterdämmerung. Siegfried betreue ich als Spielleiter, weil wir haben zusammen mit der Regisseur was gebaut. Und wenn eine Umbesetzung kommt, kurzfristig, müsste ich das auch mitmachen, weil dann kurzfristig vielleicht Mime ausgetauscht werden muss und dann kennen wir uns gut aus. Das wäre total schade. Das wäre total schade in diesem Fall. Total schade. Aber mit einem Zyklus kann das passieren. Natürlich. Wenn man sehr oft so eine große Rolle auf Dauer singen muss, kann es passieren, dass man sich erkältet. Genau. Und sowas bräuchte man eher zwei Kollegen. Ja. Verrat uns doch noch ein bisschen über die Arbeit. Ist es ein Unterschied, Spielleiter zu sein oder Assistent zu sein bei Castorf und Herm, sodass man mal so ein bisschen diese Strukturen auch gut versteht? Ich glaube, du musst auch sehr wandelbar sein in dem, wie du annimmst, was man dir sagt. Also die Aufgaben erstmal, es hängt von der Regisseur ab, was er braucht. Wenn er nur spricht und sich niemals bewegt und niemals auf die Bühne geht, müsste man natürlich öfter auf die Bühne sein. Aber wenn er ein Rumrenner ist, dann ist man eher hinter ihm und notiert, was er macht. Ist Stefan ein Rumrenner? Stefan ist sehr aktiv. Ja, ne? Ja, und Frank Castorf hat nur einmal ist er auf die Bühne gekommen und wir dachten alle, was ist jetzt los? Weil wir hatten einen Chorszene, wo sehr viel Spaghetti rumgeworfen wird. Ja, natürlich, ich erinnere mich. Und das war diese Tomatensauce und dann gab es eine Beschwerung wegen dieser Tomatensauce, es geht nicht. Und dann auf einmal langsam steht er auf und alle dachten, oh, was ist jetzt? Und er kommt auf der Bühne und alle, oh, was ist jetzt los? Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, bei Stefan ist es eher andersrum. Stefan ist immer auf der Bühne, immer zu lösen, immer zu Hand am Werk. Ja. Und Castorf
macht sein Handwerk. Und warum ist er zur Spaghetti dann auf die Bühne? Er wollte gucken, ob das wirklich so, ja, das ist Spaghetti. Das ist das Einzige, was er gesagt hat, weil die meinten, das ist zu viel Soße, zu wenig Soße. Und er kam, hat in den großen Topf reingeguckt. Och, nee, ich finde den Soße und Spaghetti konsistent ganz gut. Ja, das sieht wie Spaghetti aus. Weil es gab ein großes Problem zwischen Chor und Soli und Orchester. Es gibt zu viel Soße. Nein, es muss mehr Spaghetti geben. Mehr Soße, mehr wenig. Aber dieses Gewicht kann nur er bringen. Und wir dachten alle, wir spinnen. Aber wie ist es möglich, dass ein Mann, der auf der Bühne kommt, jetzt so viel Gewicht mitbringen kann? Verstehe. Und sag nur für mich, es waren echte Spaghetti. Genau, aber echte Spaghetti, es war Farbe, aber die Soße war Farbe. Ne? Ja. Genau. Aber das zum Beispiel hinzukriegen hinter der Bühne als Tipp, wie macht man das? Es darf nicht so ausrutschgefährlich sein, weil wenn es zu ölig ist, dann rutscht jeder raus. Darf aber nicht zu wasserig sein. Auch genau das Problem. Es soll kleben, aber nicht alles kaputt machen. Mhm. Und wenn das zu nass ist und zu dick ist, kann es auf einen Geige fallen im Orchester zum Beispiel. Das dürfen wir auch natürlich nicht uns erlauben. Aha, und das ist alles so Kleinigkeiten. Vielleicht macht man halt keine Spaghetti. Aber das zum Beispiel, das ist so ein Ding, das kann man natürlich im Studium nicht lernen. Das macht man als Typ her, abhängig von wer man hat. Ja, jetzt schauen wir noch ein bisschen in deine Zukunft. Ja. Also wir haben so deine aktuelle und deine Vergangenheit haben wir auch ein bisschen beleuchtet. Wenn du träumen würdest, darfst, was möchtest du gerne werden? Also was ist dein Berufsziel und was ist das Werk, was du gerne einmal wahrscheinlich als Regisseur inszenieren. Also ich will natürlich Regisseur und Kostümbildner weitermachen und das lebe ich, aber man muss auch für die Zukunft denken, dass das nicht reicht. Nicht, weil ich nicht gerne Kunst machen will, es weil ich gerne unseren Beruf erweitern für andere möchte. Deswegen würde ich gerne Intendanz machen eines Tages. Operndirektor ist auch schön, aber Intendanz hast du diese Chance. Du kannst diese verrückten und tolle Künstler reinholen. Und das Publikum genießt es deswegen desto mehr, wenn man eine Botschaft hat, für wie ein Theater oder Kunst in sich sein soll, kann man das nur um diese Wege machen. Ich kann natürlich inszenieren, bis ich blau bin. Du wärst aber ein Intendant, der inszeniert auch. Du würdest, ja, auf jeden Fall. Aber ich würde wahrscheinlich nicht so wie Barry Cosby oder sechs Stücke im Jahr inszenieren. Ich glaube, zwei, drei reicht, wenn man andere Künstler, die anfangen, oder ein anderer Augenwinkel hat, reinholen kann, weil darum geht es letztendlich, dass wir diesen Beruf behalten, diese Kunstform. Es ist so schön, wirklich Oper. Es gibt nichts Besseres für mich, als was diese Form entspricht von Poesie, von darstellender Kunst und von musikalischen Möglichkeiten zusammen in einem Abend. Und es wird sich nicht weiter überleben, wenn wir nicht treu bleiben und es unterstützen. Und ich glaube, ich könnte das besser, wenn ich nicht nur inszeniere. Und wenn du dann auch sozusagen managementmäßig ein bisschen dafür sorgen konntest. Ja. Aha, also gut, Intendant, wir müssen dann gucken, an welchem Haus wir dich unterbringen können. Und wir freuen uns schon drauf. Wir besuchen dich als Förderkreis. Jani, du bist selber sehr jung und du hast es gerade eben auch schon so ein bisschen angedeutet, die Bedeutung von Musiktheater. Wie würdest du das den jungen Menschen näher bringen wollen? Weil wir haben die Erfahrung, dass junge Leute ganz oft keinen Bezug mehr haben oder auch die Schwelle nicht überschreiten wollen, in ein Opernhaus zu gehen und sich dann eben 6 Stunden oder 3 Stunden auch nur hinzusetzen. Stimmt, was würdest du als Impuls jungen Leuten geben, um sich Also ich finde, es ist wichtig zu verstehen, dass in Deutschland wir dieses Glück haben, dass wir fast 90 Opernhäuser haben. Das heißt, wenn es subventioniert ist, um das Volk zu bedienen, heißt es, gehört jeder Mensch erstmal. Was auf der Bühne passiert und inwiefern das zu meinem Geschmack oder nicht mein Geschmack ist und worum ich da hingehe, das ist was anderes, was man umsetzen muss, dass man die Leute vom Kleinen verstehen sollen, dass das Theater immer für sie da war. Wir haben so eine Kultur entwickelt, wo das nur für die Reichen sind und die Leute, die nur gebildet sind. Vorher war das nie der Fall. Es war die Leute, die kein Geld hatten, die gestanden hatten. In Italien gerade, als es anfing, die haben gegessen und gefeiert. Genau, die standen da unten und da oben war die Logen, die ich oder du oder eine Familie gehört hatten. Ja. Aber die anderen standen da und auf einmal, komischerweise, sind die Standplätze jetzt Parkett geworden oder Parterre und es sind ganz exklusive, aber es war vorher für jeder. Und die Open waren so lang, dass man sich amüsiert hatten und dann nachher gab es sogar ein Sobe-Aria, wo irgendwer gesungen hat. Deswegen wird so oft wiederholt, dass man versteht, worum es geht. Mhm. Aber dass das jetzt zum hochwertigen Heiligtum geworden ist, das ist falsch. Man soll sich amüsieren und lachen und freuen.
auf der Bühne. Deswegen muss man die richtigen Wagners Leute holen. Wagners Idee, das ein bisschen das zu ist, verändern ja. hat, das ist heiliger zu machen auf ja, der Bühne. Ja, er wollte einen Ersatz für Religion bauen, hat er ja. geschafft. Ja. Und er hat das Orchester weggeschickt und er hat das Licht ausgemacht Graben, wie genau. ein Kino. Wir haben ja, sehr ja. viel gewonnen genau. damit. Wir haben genau. ein Gesamterlebnis uns alle gegeben, wo es so spannend ist, im Kino zu sitzen und da kommt der Mörder und hinter dir kommt ba, 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 und dann stirbt er. Genau, das kam wir wirklich von ihm, ja, dass ja. dieser Superrealismus. Was wir aber verloren hatten, leider in den letzten 50 oder 60 Jahren, ist, dass das Oper ist und das ist nicht Oper. Das ist gutes Theater und das ist nicht. Unterhaltsamkeit mhm. heißt nicht, dass man den Kunst klein macht. Oder dass es weniger intellektuell ist genau, oder dass es genau. weniger wertvoll ist. Und das muss man in der Schule schon so etablieren, dass sie verstehen, worum es das geht. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das ist, was ich glaube, man, die Outreach muss ja, man ändern. Ich glaube nämlich gar nicht, dass die Kinder so sehr das Problem ist, sind so, also solange die Schulen noch kommen, und da machen ja. wir ja bei der Jungen Deutschen Oper sehr viel, das Hauptproblem sehe ich bei diesen Teenies, dass ja. die, das, was du sagst, die Aufmerksamkeitsspanne von 2 Sekunden TikTok ja. Maximal sind, also 3 Stunden schon für eine Zauberflöte oder so schon ja. sehr lang ist. Was würdest du jemanden, wenn ich jetzt hier noch 2 Teenager stehen hätte, was würdest du sagen, kommt ins Theater, haltet durch, schaut euch das an. Was gibt das einem jungen also, Menschen? Ich habe einmal hier ein junges, die waren 18 oder 20 und die haben sich sehr schön angezogen und die kamen rein und die haben sich so gefreut. Und die glauben, dass Oper dieser eine Abend ist, wurde sehr altmodisch ist und man zieht sich gut an. Aber das ist nicht nur Oper. Man kann auch so kommen, wie man ist, wie man in die Schaubühne hingeht. Es wird auf Deutsch mhm. gesprochen, mhm. manchmal ist es Schiller, aber man lacht trotzdem. Warum soll jetzt Wagner auf Deutsch so weit weg sein, weil den Form mir fremd ist? Den Form muss man brechen. Die Sprache ist einem auch genau. fremd, die genau. Musik sehr gewaltig und es dauert sehr lang. Es dauert sehr lang. Es heißt nicht, dass man Castorf machen muss, dass es irgendwie lesbar mhm. ist. Mhm. Es heißt aber nicht, dass man nur alte Wagner machen muss. Es gibt einen Weg dazwischen. Und was hat der junge Mensch davon, wenn er sich das antut, in Anführungszeichen? Also erstmal, er erweitert sich seine Sichtlinie für wie andere Menschen sich expressiv zeigen wollen. Und was ich meinte mit Deutschland, wie diese Glück, eine Politikerin kam zu einer Kleingold-Vorstellung, Rheingold auf dem Parkdeck, und sie hat uns gesagt, wissen Sie, Herr Moss, in Deutschland hatten wir den Unglück und Glück, Herr Hitler zu haben. Er hat alles kaputt gemacht. Aber dadurch haben wir so gewonnen, dass wir gesagt haben, wir schützen die Freiheit. Die Freiheit, intellektuell Journalisten zu sein und Künstler zu sein. Und wir schützen es nur durch Subventionierung. Dann ist es geschützt. Deswegen Kunst ist untastbar. Und ich finde, wenn ein Jugendlicher das versteht, können sie sich ausdrücken, nicht nur in ihre Klamotten oder in ihrer Sprache oder Hittiger, Alter. Nicht mhm. nur das, die können sich auch auf der Bühne etablieren als Schauspieler, als Sänger, als Regisseur, als Musiker. Und die können was zeigen, was nur für sie richtig wäre, als Performance-Art in einem Club. Das alles ist auch Kunst. Und wenn man mhm. versteht, dass Kunst mir gehört und du und wir alle, dann ist es so, dass Kunst nicht mehr immer so eine abstrakte Form für die Reichen sind. Kunst soll für jede sein. Ich mache Kunst auf der Bühne in der Deutschen Oper, aber du machst Kunst vielleicht um die Ecke beim Eisladen oder du machst an der Volksbühne. Aber jeder soll verstehen, dass Kunst erstmal für alle da sind. Wenn man diese Unterschiede dann versteht oder abbricht, dann kommt man auch vorbei und lacht sich auch gerne tot über was. Darf ich lachen? Darf ich klatschen? Ja. Diese Darf- und Dürfen-Sachen muss man weggehen. Gut, das heißt, wir brauchen dich als Botschafter. Das werden wir ja genau. auch tun. Das ist der Plan, das weißt ja. du schon, dass wir dich auch einsetzen für unsere jungen Freunde ja. nochmal. Und jetzt ist unsere Abschlussfrage schon ja. gekommen. Das geht so schnell vorbei. Ja, schon. Und am Ende des Podcasts frage ich immer, was das Allerschlimmste, das Schrillste, das Schönste Erlebnis am liebsten an der Deutschen Oper, aber sonst auch an einem anderen Opernhaus war. Also mein allerlieblings, so schönste, so spannendste war dieser Moment, was wir schon angedeutet hatten bei Castorf, wo das Publikum sich gegenseitig fast zerfressen hatten, weil ich habe noch nie sowas live erlebt, dass man ein Stück auf der Bühne boot oder ein Regisseur boot oder wer auch immer, das ja, aber dass man ich musste einen englischen Text soufflieren, wir haben einen russischen Souffleur und sie hat die italienische Texte vom Gesang soufflieren, aber die 2 Kollegen waren an der Seitebühne und ich war im so Vorhanggasse da und ich habe nur ihre englische Texte souffliert, falls ja. was passieren sollte. Ja. Und es ist jede falls, ist jeden Abend mehr geworden und mehr geworden. Und ich habe noch nie so eine Unterbrechung erlebt, wo das Publikum sich gegenseitig anschreit, wegen was auf der Bühne passiert ist. Das für mich war ein Highlight bis hierher. Ja. Gut, schlecht, was auch immer. Das war für mich eine deutsche Oper wirklich der Highlight. Und warum haben Sie sich angeschrien? Was war genau der Grund? Weil man Kunst nicht anfassen soll. Ja. Aber das machen sie, indem sie schreien. Natürlich. Ja, natürlich. Und das ist die Ironie, dass Kunst
keine Zäsur in Deutschland braucht, aber es gab trotzdem Leute, die sagen die wollten, wie das jetzt sein sollten. Verstehe. Und das fand ich total spannend. Ja. Und schlimm habe ich nicht hier, aber in Italien habe ich einmal assistiert in Torre del Lago, wo Puccini gewohnt hat und viele seiner Stücke debütiert hat. Und da gab es einen Tosca und wir hatten den Regisseurin ausgetauscht in 2 Tagen, kurz vor Ende, die Produktion war schon fertig und sie hat sich mit dem Intendant politisch auseinandergesetzt, weil in Italien ist eher eine politische Situation, wer was wird, und sie war dann ausgetauscht. Und dann kam ein neuer Regisseur und wir mussten overnight alles neu machen. Das ist eine Sache, was ganz krass war. Aber mittendrin, in einem BO, kam der Intendant und er hat dann auf der musikalischen Leiter, so der Dirigent auf seinen Schulter so getöpft, Valerio, mussten kurz mal die, ich glaube, sie war Francesca auf die Bühne schicken. Wer? Ja, die hier, Francesca, Freundin von Freundin von Freundin. Wie man so mal hört in Italien. Ja, genau so ja. war das. Ja, aber wir haben erste Besetzung jetzt, wenn das fertig ist, unterbreche ich, dann mache ich mal Korrektur und dann mache ich vielleicht einen Durchlauf mit die zweite Besetzung. Nee, wir stoppen jetzt und Francesca geht jetzt auf die Bühne und singt Tosca. Aber sie kann die Inszenierung nicht, sie ist nicht sicher, was ist, wenn sie stolpert. Nee, nee. Und auf einmal war es ein kleiner Päuschen und Francesca läuft auf die Bühne und singt Tosca. Ich habe noch nie sowas in meinem Leben gesehen oder erlebt. Ja. Und das zum Beispiel ist dieser ungeschützte Raum, was man außerhalb Deutschland oder Österreich oder die Schweiz hat, dass man hat das einfach da nicht. Und das, was ich meine, man soll immer wirklich vorsichtig sein, Kunst zu zensieren und zu sagen, das ist Kunst, das ist nicht. Ich buhe jetzt, bis das jetzt weitergeht. Ich finde, das ist ein Schritt, was man darf sich natürlich ausdrucken, aber dass man was bestimmen will auf der Bühne. Und da muss man mit aufpassen. Ja, genau. Ein sehr schönes Schlusswort. Ja. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für das Interview. Ich freue mich auf deine nächsten Kreationen. Bin gespannt, wann du wo als Intendant landen wirst. Ja, Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns wieder beim nächsten Duett, dem Operntalk des Förderkreises der Deutschen Oper Berlin. Vielen Dank. Tschüss, Nils. Ciao, danke, ciao.